Willkommen zurück zu Let's Play Rise of Industry. Ihr seht schon, die sind komplett voll, das ging relativ fix. Mich irritiert jetzt, dass unsere Unterhaltskosten für manche Dinge so hoch sind, dass wir uns kaum noch halten können. 330.000 in der letzten Bilanz, das ist hervorragend schlecht, falls es sowas überhaupt gibt. Das ist katastrophal, das ist einfach nicht tragbar. Und wir machen jetzt Folgendes, wir werden jetzt neuronale Schnittstellen verkaufen, weil die noch einen zusätzlichen Gewinn abwerfen und wir sie im Moment sowieso nicht brauchen. Die Frage ist bloß, wer möchte es haben? Das Robotikgeschäft nicht. Das Herstellungsgeschäft auch nicht. Die wollen bloß diese anderen Teile hier, diese Biogedächtniszellen. Auch der Ausstellungsraum hat nichts davon. Vielleicht doch fortgeschrittene Komponenten und das sieht ganz gut aus. Dort könnten wir zwei alle 15 Tage verkaufen. Das heißt, wir liefern die jetzt einfach mal rüber. So lange, bis wir das andere herstellen. Neuronale Schnittstellen. Wo sind sie? Komponenten da. Die bitte komplett rüber. Zumindest fürs erste. Bis zu 10 Stück. Immer wenn bereit. Und damit sind schon mal 8 Stück unterwegs nach Absolution. Und Absolution wird jetzt auch diese neuronalen Schnittstellen bekommen und verkaufen. Allein schon, weil es sonst nicht anders geht. Sonst können wir uns nicht mehr finanzieren. Und die sind ja fast 1 Million wert. Das ist völlig okay. Das ist völlig in Ordnung. Das hilft uns vielleicht auch, das ein oder andere wieder an Geld mit reinzubekommen. Silver City wird wahrscheinlich irgendwann im Dunst versinken. Da werde ich mich gar nicht mehr drum kümmern. Das ist völlig egal. Und wir kümmern uns jetzt weiter um... Ach, die andere Sache, die wir noch machen wollten, um die neuronalen Schnittstellen dann dort drin zu implementieren und daraus Quantenmatrix zu machen. Das heißt, Gold hatten wir hier unten mit abgebaut, genau, sowie Silizium. Das wird dann ja auch schön. Ich weiß zwar nicht, wie ihr das die ganze Zeit rübergebracht habt, aber ich glaube, das braucht ihr dann gar nicht, ne? Das verbinden wir einfach mal mit euch. So. Ach ja, stimmt, brauchtet ihr ja gar nicht. Gold wird ja so abgebaut. Dann Straße hochziehen. Erstmal da vorne hin. So, das wird immer weiter nach oben transportiert und produziert. Das bedeutet, wir bauen jetzt erst einmal das, was wir daraus machen können. Das waren die Mikrochips, soweit ich weiß. Vielleicht bei den Hauptkomponenten? Robotik, da war es nicht. Das habe ich mir gedacht. Hauptkomponenten, Mikrochips, ja, perfekt. Nee, nicht Materialien, sondern Hauptkomponenten. 1, 2. So, dann kriegen wir schon mal 2-mal Mikrochips. Innerhalb von 30 Tagen heißt, ich brauche mehr Fabriken. Hauptkomponenten. 1, 2. So. Ihr macht alle Mikrochips. Ihr seid schon so voreingestellt. Das ist super, das ist perfekt. Da kümmert sich dann ein Lagerhaus drum. Dass wir uns da nicht in die Quere kommen. So, viel Spaß. Das Lagerhaus versorgt jetzt hier alle. Oh, dauert ein bisschen, weil die jetzt die ganze Zeit am Hin- und Herfahren sind. Das Lagerhaus wird erstmal gefüllt. Sehr schön. Mikrochips sind unterwegs. Als nächstes werden wir die Mikrochips irgendwo mit einplantieren müssen, um die Nanochips herzustellen. Dafür brauchen wir aber noch diese Quarks. Die Quarks selber. Quark. Wo ist der Quark? Die sind wieder ganz woanders. In der Robotikfabrik? Nein. Hauptkomponenten war es nicht. Fortgeschritten war es aber auch nicht. Hauptkomponenten, Materialien. Quarks, da sind sie. Binäre Quarks brauchen Silizium und auch dieses Polymerzeug. Heißt, das können wir alles hier unten mit abbauen. Heißt auch, die Materialienfabrik kann ich hier jetzt mit hinstellen. Und die produzieren mir auch die Quarzlösung und das Kunstharz. Fabriken, Materialienfabrik. So, dann machen 2 Stück Kunstharz. Und 2 Stück machen Quarzlösung, wofür er auch noch Polymere braucht. So, und die Polymere. Sammler. Polymersammler.
werden hiermit abgebaut. So, Straße kommt mit dran. Wunderbar. Okay, dann wird das auch produziert. Dann bekommen wir die Quarzlösung und Kunstharz, woraus wir dann die binären Quarktore machen. Kunstharz wird relativ fix hergestellt, Quarzlösung leider nicht. Also kriegen wir alle 30 Tage Quarzlösung und die brauchen auch 30 Tage, heißt zwei Stück. Ihr braucht auch zwei Stück. Wir können nur zwei weitere Materialienfabriken bauen. So, und ihr baut binäres Quarktor. Ja, Unterhalt ist teuer, ich weiß. Theoretisch könnten wir aber diese beiden Fabriken schneller machen und dann könnten wir mehr Quarktore herstellen. Frage ist, wie viele wir brauchen. So, nächstes. Wenn wir die Quarktore fertig machen, wo kann ich die implementieren? In die Nanochips. Dafür brauche ich aber auch noch Thermoplastik. Thermoplastik könnte ich hier oben mit herstellen. Das mache ich auch extra, weil wir gemerkt haben, oh, Thermoplastik brauchen wir sehr viel. Heißt, eine Farm. Dafür fühlt sich dieses Lagerhaus zuständig. So, zellulose Algen. Die brauchen wir und, was war das andere? Ich glaube auch Silizium, ne? Für Thermoplastik. Gott, wo war das? Da. Ja, Silizium. Gut. Sammler, Silizium. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Passt perfekt. So. Okay, dann bauen wir Fabriken. Was war das für eine Fabrik, die das herstellt? Wo waren wir da? Das sind medizinische... Nee, Quatsch, ihr nicht. Materialienfabriken. Ach ja, stimmt. Hatten wir ja eben schon angeklickt. Materialienfabriken. So, ihr beliefert dann bitte nur die... Jetzt Thermoplastik noch einstellen. Eins... 2, 3. Ihr beliefert dann die drei Fabriken. Und ihr bitte auch. So ist gut. Dann bekommen wir schon mal Thermoplastik. Ein bisschen was wird schon reingebracht, weil wir Silizium im Überfluss haben. Heißt, theoretisch könnten wir das auch. Ihr liefert das automatisch ins Lagerhaus, ne? Dann können wir das ganze Zeug nämlich ins Lagerhaus fahren. So, hier auch. Ins Lagerhaus, genau. Dann machen die nämlich alles fertig für uns. Und im Lagerhaus wird dann alles mit eingelagert soweit. Das heißt Gold, Mikrochips etc. pp. Alles wird dort gesammelt. Das Einzige, was wir brauchen, sind die binären Quarkteile hier. So, die haben jetzt ihre Waren bekommen. Wir werden also Thermoplastik bekommen. Und im Anschluss müssen wir die Hauptkomponenten fertig machen und damit dann die Nanochips. So, die kommen dann hier mit ran. Also Fabriken, Nanochips, Hauptkomponenten. Eins, zwei. So, Pause. Ihr macht bitte nur Nanochips. Nanochips. So. Ihr braucht in 30 Tagen zwei ganz normale Mikrochips, aber auch zwei binäre Quarkteile. Ich glaube, die Mikrochips kriegen wir relativ schnell.
Ja, davon haben wir nämlich genug. Aber ich muss noch zwei weitere binäre Quarkteile machen, um dann genügend Nanochips zu produzieren. Denn die brauchen 30 Tage. Also zwei weitere Materialienfabriken. Ihr macht noch binäre Quarkteile. Genau. Und dann muss ich eure Produktion hochschrauben. Auf 200%. So, und die Sammler bitte auch. Sehr schön, dann bekommen wir nämlich mehr davon. Das wird dann überall verteilt. Die können alle wunderbar arbeiten. Auch wenn teilweise Input fehlt. Algen. Also machen wir hier auch 200%. Macht schneller. Ich brauche mehr. Okay. Damit kommen jetzt die Nanochips. Immerhin zweimal. Die machen aber nur jeweils einen Nanochip. Okay, aber der wird schon eingelagert. Zwei Stück haben wir. Was mache ich damit jetzt? Techbaum. Die Nanochips sind fertig. Wir wollen den Theta-Raw-Prozessor machen. Brauchen also noch das andere Teil. Das hier. Das heißt, auch dafür brauchen wir wieder Hodagrium, sprich Stahl, Titan und Gold. Das haben wir hier oben schon produziert irgendwo. Guck mir das alles nochmal an hier. Hodagrium, ihr wollt nur mehr Titan. Wo ist mein Titansammler? Der ist hier oben. Du bringst es ans Lagerhaus 14. Dann bring mal mehr. Theoretisch müssten die jetzt runterfliegen. So, jede Menge Titan, das wird dann überall mit reingebracht. Heißt, die müssten ja jetzt schneller werden. Da kann ich nämlich die Produktion hochschrauben. Aber irgendwie kriegen die nicht mehr. 200%. So, ihr macht bitte auch 200%. Dann haben wir doppelte Hodagrium-Produktion. Hodagrium wird jetzt mehr. Okay, was mache ich mit dem Hodagrium? Das kann ich einfach so zum Supraleiter machen, wenn ich noch das Gel habe. Wie mache ich das Gel? Dafür brauche ich jetzt medizinische Fachkenntnis. Es gibt nur eine Sache, die medizinisch bei uns hergestellt wird, und das ist dieses Pinörkelchen hier. Nein, das wird auch nicht hier hergestellt. Erstaunlicherweise. In der Materialienfabrik. Kühlmittel. Nur aus Polymeren. Na aber hallo, das kriegen wir doch leicht hin. Polymersammler ist schon auf 200% und auch der Siliziumsammler, die haben alle sehr viel zu tun. Gut, wenn der Polymersammler so viel zu tun hat... Hier sind auch keine Polymere mit drin. Bauen wir noch einen weiteren Sammler für Polymere. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Straßen mit ran. Wunderbar. Ihr werdet auch gleich auf 200% geschaltet, damit das alles richtig gut abgeht. Und dann brauchen wir die Fabriken, die dieses Hydrogel herstellen. Fabrik, das war die Materialienfabrik, ne? Oh, jetzt weiß ich es wieder nicht. Ja, Materialienfabrik. Pause. So, und ihr macht das
Kühlmittel. Das geht ja relativ fix. Ihr macht 2 Stück in 15 Tagen. Das heißt, Kühlmittel, das bleibt jetzt erstmal hier. Dann müssten ja beide Lagerhäuser die Fabriken bedienen, wenn ich jetzt die Hauptkomponenten wieder mit hinsetze. Und nicht die Nanochips draus mache, sondern erst einmal die Supraleiter. Genau, Straße mit ran. Hauptkomponenten, Supraleiter brauchen 30 Tage. Das heißt, ich könnte schon mal 2 bauen. Mit Supraleiter, Supraleiter. Theoretisch müssten sie ja dann die Materialien dort unten mit hinbringen. Gravitationsfeldgenerator, Anfrage. Ja, das kann ich jetzt nicht herstellen, bitte. Ich muss erst mal gucken, wie weit die hier sind. Und Agrium haben sie. Jetzt brauchen sie das Kühlmittel noch. Bringt das Lagerhaus das Kühlmittel rüber. Wir haben Kühlmittel. Und es wird hingebracht. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen auch die Supraleiter. Dann müssen wir jetzt da wahrscheinlich ran, ne? Da. Theta Raw Prozessor. Das ist er. Den brauchen wir. Und den machen wir innerhalb von 60 Tagen. Brauchen einen Nanochip und einmal den Supraleiter. Wir machen 2 Stück in 30 Tagen. Das heißt, ich kann die Produktion davon beschleunigen. Heißt also, wir brauchen die fortgeschrittene Komponentenfabrik. Und wollen den Theta Raw. Hatschi! Genau, den wollen wir. So. Gut. Das heißt, wir haben alles und ihr kümmert euch jetzt um die Produktion, während die anderen beiden die anderen Dinger fertig machen. Den Theta Raw Prozessor. Was mache ich jetzt mit dem Theta Raw Prozessor? Den verbinde ich dann zur Quantenmatrix. Denn wir haben ja noch die neuronale Schnittstelle. Heißt auch, ich muss jetzt den Verkauf dessen hier stoppen, damit das produziert werden kann. Und muss noch 2 dieser Fabriken bauen. Um hier die Quantenmatrix fertig zu machen. Quantenmatrix. So, die bekommen jetzt nämlich schon die neuronalen Schnittstellen. So sieht's aus. Und dann brauchen sie nur noch den Theta Raw Prozessor. Der müsste gleich kommen. Wenn alles soweit verbunden ist, die haben schon mal die Supraleiter bekommen. Aber die Nanochips fehlen eben noch. Du hast die Nanochips nicht, die muss ich erst noch hochfliegen. Die waren hier unten. Du hast die Nanochips, genau. So, und alles, was zu viel ist, könnten wir im Prinzip hier verkaufen. Machen wir uns wenigstens ein bisschen Geld. Okay, also, Mikrochips. Wollt ihr Mikrochips? Nö, wollt ihr nicht. Pech gehabt. So, du bringst bitte Ziel wählen. Die Nanochips. Achso, ich muss dir erst noch. Was? Alle. Zurück. Erstmal brauchst du das Teil hier. Bitteschön. Dann bringst du das bitte hier oben mit hin. Mit dem Flieger bis zu 16 Stück. Und nur wenn bereit, fertig. Wir sind gerade stark im Minus, aber das ist normal. So, die fangen jetzt an zu arbeiten. Du hast noch keine Verbindung. Ups, sorry.
Dann könnt ihr nämlich auch gleich anfangen zu arbeiten. So, schön, dann bekommen wir den Theta Raw Prozessor. Bauen die Quanten Matrix und können die erstmal verkaufen, bis wir den Rest fertig machen. Machen wir mit dem Laser im Moment auch noch. Ja, die Silberstadt muss warten. Wir können es auch anders machen. Wir können ja hier sagen, ihr könnt meinetwegen so lange die Mikrochips und so weiter verkaufen, bis zu einem Minimum, das beibehalten werden muss. Hier zum Beispiel soll ja Mikrochip mit hin. Also Mikrochips, da sind sie, zum Herstellungsdingsbums mindestens behalten 10 Stück, senden sobald Produkt bereit ist. Was haben wir sonst noch, was können wir noch Schönes verkaufen, weil es so gut geht und wir viel zu viel davon haben. Verschiedene Güter. Ihr wollt auch Polymere und ihr wollt Silizium. Das werde ich euch auch noch geben, einfach bloß, weil wir es können. Polymere. Silizium. So, bitte auch beides bis zu 10 Stück behalten. So, noch irgendwas, was ich produziere. Gold habe ich definitiv zu viel. Harz, wollt ihr Harz? Herstellungsgeschäft? Nein. Nährstoff, fortgeschrittenes Komponentengeschäft? Nö. Harz wollt ihr nicht. Und Algen wollt ihr im Moment auch nicht, denn kann ich euch nicht weiterhelfen. Ihr wollt auch kein Thermoplastik. Binäres Quark-Dingsbums wollt ihr haben. Okay. Dann gebe ich euch das auch noch, weil ich gerade zu viel davon produziere. Wo ist das binäre Teil? Da. Dort mit hin. Auch nur bis zu 10 Stück. Und immer versenden, wenn bereit. Sonst nicht. Dankeschön. Okay. Dann verkaufen wir jetzt ein bisschen was. Silver City wird sich freuen. Meine Geldbörse auch. Muss sich ja auch lohnen. Umsonst würden wir das ja nicht machen, ne? Magnificent will sich schon wieder entwickeln. Und für euch habe ich überhaupt keine Zeit. So, und die Produktion startet. Wir werden jetzt bald das nächste Objekt unserer Begierde haben und dann fehlt bloß noch eins. Oh Gott sei Dank. Und zwar das in der Mitte. Nämlich das hier. Mikrofilamentrahmen. Das Einzige, was wir davon schon herstellen, sind diese Stangen. Und dann brauchen wir Kohle-Dingsbums. Robotik, Polymermaterialien, dies hier, Kohlefasergarn. Dafür brauchen wir Kunstharz und wieder mal Thermoplastik. Heißt, ich brauche mehr Thermoplastik. Verdammt. Gut, also Thermoplastik. Wo habe ich denn das andere hergestellt? Muss ja hier oben gewesen sein, da. Dann können wir das eigentlich auch hier machen und mit hochfliegen. Also zu viel Kaffee. Wie machen wir das am besten? Farm. Ich gucke mal, ob die so baubar ist. Formel für beschleunigtes Wachstum. Dankeschön. Mikrobielle Kultur weniger. Produkte generieren Tolins. 50. Hahaha. Ha, ha. Werde ich eh nicht schaffen. Also muss ich mich jetzt schon mal daran gewöhnen, dass ich das hier alles schnell fertig bauen muss. 2, 3, 4, 5. So, mehr Algen. Da wird nämlich auch unser Geld wieder zusammenkrachen. Algen haben wir. Dann brauchten wir Silizium. Sammler. Siliziumsammler. 1, 2, 3, 4, 5. Das Schöne ist, dass wir jederzeit terraformen können und damit dafür sorgen,
dass wir überall rankommen. Super. Okay. Ich glaube, das Lagerhaus hat sich die beiden hier eingekrallt. Das will ich eigentlich nicht. Bitte nicht ins Lagerhaus bringen und auch du bitte nicht in das Lagerhaus, wenn denn in ein anderes. Da kommen wir dann später zu. Das läuft. Also ihr beide produziert jetzt schon mal das hier. Dann können wir Kunstharz, Kohlefasern und Thermoplastik fertig machen. Also, ich glaube, Kunstharz war in der Materialienfabrik, ne? Kunstharz, Thermoplastik und Kohlefasergarn kann hier auch gemacht werden. Super. Kunstharz. So, Thermoplastik braucht 15 Tage. Das braucht 15 Tage. Geht also relativ fix. Und Kohlefasergarn braucht dann 30 Tage. Sehr schön. Können wir alles in der Materialienfabrik machen. 2, 3, 4.